Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Kaum haben diese erst kleineren Corona-Demonstrationen begonnen, machte auch schon der Begriff Verschwörungstheoretiker in den Medien die Runde. Es dauerte dann auch gar nicht lange, man konnte quasi die Uhr danach stellen, waren diese Demos mit wenigen hundert Teilnehmern, wenn überhaupt, plötzlich angeblich von Rechtsextremen unterwandert. So die mediale Darstellung. Schauen wir doch mal rein in die Corona-Demos. Man stößt dort neben zahlreichen Spaziergängern, die das Grundgesetz vor sich hertragen, sich ansonsten aber überwiegend unpolitisch geben, schnell auf die Gruppierung Widerstand 2020, die unter anderem mit gefakten sechsstelligen Mitgliederzahlen öffentlich in Erscheinung getreten ist. Diese Gruppe hat sich um den Arzt Bodo Schiffmann gesammelt und stellt einen Zusammenschluss aus vielen politischen und unpolitischen Richtungen dar, in denen mal Refugees Welcome skandiert wird oder auch das Ende des Corona-Lockdowns vehement eingefordert wird. Und weil es thematisch gerade gut passte, gesellten sich Impfgegner dazu, auch Menschen, die Bill Gates nicht schätzen und solche, die das Coronavirus gar einem chinesischen Labor zuschreiben oder es gleich ganz in Abrede stellen, stießen auch dazu. Auch dazu kamen schließlich noch allgemein Links wie rechtsradikale Esoteriker und Anhänger der Deep State-Theorien und dazwischen aber eben auch viele, viele Menschen, die einfach nur ihre Freiheit wiederhaben wollen. Sie alle eint eines: das grundgesetzlich garantierte Recht auf Versammlungsfreiheit und das ebenso grundgesetzlich garantierte Recht auf eine freie Meinung. Diese Menschen dürfen sich versammeln und sie tun es auch. Und sie dürfen auch ihre Meinung zu allem äußern, was zum Beispiel rund um die Corona-Debatte aktuell in unserem Land geschieht. Und nein, ob Ihnen und mir das hier im Landtag gefällt, was diese Menschen zu sagen haben, ist kein Kriterium für das Gewähren von Grundrechten. Versammlungs- und Meinungsfreiheit hängt nicht davon ab, ob Wahres oder Unwahres, Schlaues oder Dummes gesagt wird, und das darf es auch nicht. Meine Damen und Herren, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert allen Bürgern, öffentlich zu sagen, dass man zum Beispiel die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus für unangemessen hält. Die Leute wollen halt wieder zurück zur Normalität. Deshalb ist man aber kein Verschwörungstheoretiker. Viele der Demonstranten kommen aus der Mitte der Gesellschaft und sie fragen sich, wie es weitergeht mit dem selbstständigen Gewerbe, dem eigenen Job, den Kindern in der Schule oder den Angehörigen in den Pflegeeinrichtungen. Und das ist doch legitim. Medial aber wird der Eindruck erweckt, wer gegen die Maßnahmen der Regierung auf die Straße geht, der macht das nur aus einem Grund. Er fürchtet sich vor der Impfmafia, hat Angst vor Bill Gates oder ist einfach nur ein Spinner. Oder noch schlimmer, ein Rechter. Das ist eine Zuschreibung, die heutzutage ja beinahe automatisch den Meinungsspielraum auf Null einengt. Wir haben mit der Corona-Krise die massivsten Grundrechtseinschränkungen seit Bestehen der Bundesrepublik bekommen. Und eines sage ich Ihnen hier ganz deutlich: Kritik an den Maßnahmen der Regierung ist noch keine Verschwörungstheorie. Sie ist vielmehr legitim und in der Sache auch begründet. Und schuld daran sind die Regierungsbehörden zumeist selbst. Denn diese haben in dieser ganzen Phase gründlich zur Desinformation beigetragen. Egal ob R-Faktor, Verdopplungszahl oder auch die Mundschutzpflicht. Die Aussagen des Robert-Koch-Institutes waren in vielen Fällen nicht eindeutig und sogar widersprüchlich. Immer mehr Ärzte, Wissenschaftler und Epidemiologen hinterfragen die offiziellen Zahlen des RKI und sie widerlegen diese teilweise sogar. Sie weisen auf Widersprüche hin und das Ungleichgewicht zwischen den Maßnahmen und deren Wirksamkeit. Und so verspielt man Vertrauen. Der dringend notwendige Diskurs wird künstlich emotionalisiert und somit polarisiert. Statt Synergieeffekten unter Wissenschaftlern erlangen wir eine Kluft zwischen Meinung und Wissen. Und wessen Meinung nicht gewünscht ist, der bekommt dies medial zu spüren. Ein Professor Hendrik Streeck zum Beispiel scheute sich sogar schon, weitere wissenschaftliche Expertisen in der Corona-Debatte zu veröffentlichen, die jenseits des Meinungsmainstreams liegen, und zwar aus Angst vor weiteren Shitstorms. Man traute und traut sich in dieser emotionalen Debatte nicht mehr, seine Meinung zu sagen, erklärte er kürzlich in einer Talkshow. In dieselbe Kerbe schlagen auch Gerichtsentscheidungen, die immer häufiger übergriffiges Regierungshandeln beenden, und zwar zugunsten unserer Freiheitsrechte. Meine Damen und Herren, das bekommen die Menschen mit. Und die meisten von ihnen mögen es nicht, wenn man derart mit ihnen und ihren Meinungen und vor allem mit ihrer Freiheit in dieser Form umgeht. Friedliche Corona-Demos wurden konsequent, aber teils recht rüde durch die Behörden unterbunden, weil diese gegen die Regeln zum Infektionsschutz verstießen. Die Antirassismus-Demonstrationen nur kurze Zeit später haben diese Corona-Verstöße um das Vielhundertfache übertroffen. Und zwar ohne, dass hier aus diesem Grunde behördliches Einschreiten erfolgte. Und sie mündeten eben auch nicht selten in linksextreme Gewaltausbrüche. Und auch dieses zweierlei Maß beim Betrachten der Versammlungsfreiheit trägt hier nicht zum Vertrauen bei.
Mir sind die friedlichen Bürger mit ihren freien Meinungen lieber als gewaltbereite Verfassungsfeinde von links und auch von rechts. Und ich hoffe, es geht Ihnen ebenso. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.